Hallo! Spreche ich gerade mit Hans Herbert Maulwurf? Wer ist denn da? Wer bist du? Wer ist da, habe ich gefragt. Max Weber ist hier, Mama. Ja, ist klar. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ich rufe Sie an wegen Ihrer Anmeldung. Wegen was bitte? Sie haben eine Anmeldung mit Bitcoin gemacht. Ja, genau. Das ist doch das im Internet, nicht wahr? Ja, haben Sie eine Werbung im Internet gesehen und eine Anmeldung dort gemacht, ja? Genau, so war das. Wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel? Nein, noch überhaupt gar nicht. Also bei unserer Firma läuft alles automatisch und Sie brauchen nur zuerst ein Handelskonto zu aktivieren. Das heißt, das ist nicht schlimm, dass ich jetzt noch gar nicht weiß, wie das alles funktioniert. Das wird mir dann geholfen werden, sozusagen, ja? Ja. Also gut. Sie öffnen hier ein Handelskonto und dieses Handelskonto können Sie mit 250 Euro, 500 mit und mit 1000 Euro. Dann bekommen so Sie viel? Dann bekommen Sie einen persönlichen Broker von unserer Seite und der erklärt alles die Schritte, wie es weitergeht. Und der macht mit Ihnen auch Profite. Der macht was mit mir? Profite. Profit, ja, das ist gut. Ja. Profit ist gut. Ja. Möchten Sie dieses Handelskonto aktivieren? Ja, und wie viel Profit macht man da so ungefähr? Also, wenn Sie zum Beispiel 500 Euro investieren, Sie bekommen am Ende des Monats 300, 400 Euro plus. Im Monat? Jeden Monat? Ja, jeden Monat. 300, 400. Oh, das ist ja Wahnsinn. 500, ja. Das ist ja richtig klasse, ja. Das will ich auf jeden Fall machen. Möchten Sie anfangen? Ja, so beispielsweise. Das ist ja viel Geld, nicht wahr? Nochmal, was haben Sie bitte gesagt? 50. Und mit 1000 Euro. Da war gerade eine Störung in der Leitung. Können Sie das bitte einmal wiederholen? Also bei unserer Firma, es gibt drei Beträge, damit Sie dieses Handelskonto öffnen können, ja? Ja. Mit 250 Euro, 500 und mit 1000 Euro. Mit welchem Betrag möchten Sie anfangen? Was ist für einen Anfänger denn am besten? Ab 500 Euro ist am besten. Also ja. Ihre persönliche Broker kann mehr Profite machen mit 500 Euro. Ja, ist ja klar, ne? Je mehr man reinsteckt, desto mehr bekommt man raus. Ne? Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch mal damit, ne? Das kann ja nur klappen, ne? Oder gibt's da auch ein Risiko? Nee, also bei unserer Seite, die Kunden sind 95% geschützt, damit sie dieses Kapital nicht verlieren. Oh, das ist ja gut. Und wer beschützt mich da? Bitte? Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ich habe gefragt, wer mich da beschützt. Wer dafür zuständig? Der Broker. Ach so, der passt dann auf das Geld auf, sozusagen. Ja. Ach so. Also wenn das Geld zu Risiko ist, der blockiert die Operationen und dann öffnet die weitere. Der muss operiert werden? Dann ist er aber nicht mehr da, um mir zu helfen, oder? Der ist jederzeit da. Also Sie bekommen von Ihrer WhatsApp-Nummer alles von Ihnen. Ach also so. Sie können ihn anrufen, wenn Sie wollen. Das ist gut. Ich bin nämlich so ein kleiner Telefonterrorist manchmal. Ja. Also mit welchem Betrag möchten Sie das machen? Ja, lassen Sie uns mal mit 500 anfangen. Oder würde ich, sag ich mal, nochmal irgendwie was Interessantes kriegen, wenn ich 1000 gleich nehme? Haben Sie da so ein Bonussystem vielleicht? Ich habe also meine Finanzabteilung gesagt, jetzt, wenn Sie dieses Konto mit 500 Euro öffnen, Sie bekommen von unserer Seite 250 Euro Schutzkapital. Schutzgeld? Ja, Schutzgeld. Oh, das ist ja großartig. Dieses Handelskonto aktivieren Sie insgesamt 750 Euro.
Ja, und das Schutzgeld, ist das dann eine einmalige Sache oder wäre das wiederkehrend von Ihrer Seite aus? Ja, das ist nur einmalige Sache, nur am Anfang. Nur einmal Schutzgeld. Damit Sie mehr Profite können, damit Sie dieses Handelskonto mit mehr Geld öffnen, ja? Ja, na also immerhin, ne, haben oder nicht, würde ich mal behaupten. Ja, also mit 500 möchten Sie das machen, ja? Ja, das würde ich auf jeden Fall machen und wenn das gut funktioniert, dann kann man da ja bestimmt nochmal, sagen wir mal, Geld nachlegen, oder? Ja, ja, Sie können mehr Geld investieren, dann bekommen Sie mehr Profite, ja? Das hört sich logisch an. Ja, aber wie möchten Sie dieses Handelskonto aktivieren? Haben ja. Sie eine Kreditkarte oder wie möchten Sie das Geld auf Ihrem Handelskonto haben? Na, ich würde sagen, ich überweise Ihnen das ganz klassisch, oder? Haben Sie keine Kreditkarte? Nee, braucht man in Deutschland ja nicht wirklich. Ne? Ich habe mal eine Zeit lang in Amerika gelebt, da bezahlen die alle mit Kreditkarte, aber hier ist ja eher Bargeld, ne? Ja, ja, hier ist... Aber Online-Banking, haben Sie? Ja, ja, natürlich, das habe ich, damit ich nicht immer vor die Tür gehen muss. Weil ich bin ja schon ein bisschen älter, ne? Ich kann nicht mehr so gut laufen. Da mache ich das alles am Computer. Haben Sie einen Computer dabei? Dabei? Nee, der steht im Wohnzimmer. Gehen Sie bei mir Ihrem Computer am besten? Ja, soll ich da hinlaufen? Machen Sie ein, ja. Ja, gut, einen Moment bitte. Ich nehme das mal in Angriff. Und was kostet das, sag ich mal, eine Mitgliedschaftsgebühr oder wie funktioniert das? Mein Herr? Hallo? Jetzt ist er weg. Hallo? Haben Sie aufgelegt? Nee, Herr Herbert, ich bin hier. Ach, da ist er. Ich hatte Sie was gefragt, oder sind Sie gerade gar nicht da gewesen? Okay, können Sie mir nochmal die Frage stellen? Ja, ich habe gefragt, was das denn bei Ihnen kostet, weil Sie, da kostet das eine Mitgliedschaftsgebühr wie beim Buchclub. Okay, Herr Herbert. Nein, Herr Maulwurf. Herr Maulwurf, okay, Entschuldigung. Also, Sie können eine bestimmte Summe investieren. Also 500 Euro ist gut, seitdem wir auch einen Unterstützungsbonus anbieten mit diesem Betrag. Ja, das Schutzgeld, nicht wahr? Ja, natürlich. Also, was ist eine Unterstützungsbonus? Natürlich, dass wir geben nicht das Geld kostenlos. Das ist einfach eine Unterstützungsbonus, um Ihr Anfangskapital zu erhöhen. Ja, das ist ja aber nicht meine Frage gewesen. Ich habe gefragt, was das kostet, bei Ihnen mitzumachen. Wie gesagt, Sie wollten mit dem Betrag 500 Euro einsteigen, ja? Ja, ja, aber dann, Sie haben ja da, sag ich mal, den Service und die Internetseite und... Natürlich. Und das kostet auch Geld. Und was muss ich dafür bezahlen? Wenn Sie die Einzahlung erstmal machen, Sie bezahlen keine Provision, keine Gebühren und keine Steuer. Aha. Am Ende des Operationen, wenn Sie eine bestimmte Summe gewonnen haben, wir nehmen automatisch von Ihrer Gewinnsumme 3%. Ja, das ist doch aber Provision dann. Das ist eigentlich kein Provision. Na doch, per Definition sogar. Natürlich, dass wir werden etwas erhalten, Herr Maulwurf, weil wir müssen auch die Gehälter von unseren Mitarbeitern bezahlen. Ach, ja? Sind Sie der Chef da drüben? Ich bin der Vorgesetzte, ja. Der Vorgesetzte sogar? Ich bin der Vorgesetzte und ich verwalte die Ansprechpartner, die Kunden anrufen. Ach so, Sie sind ja quasi der Chairman on the board. Ich bin so, sagen wir mal, der Chef von meiner Abteilung. Der Chef von Ihren Mitarbeitern, ne? Ja. Also, Herr Maulwurf, wie gesagt, ich war am Erklären. Was haben Sie gesagt? Ich hab Sie gerade nicht so gut verstanden. Okay, bitte bleiben Sie neben mit das Handy, weil ich höre Sie schlecht. Ich glaube, dass Sie haben die Lautsprecher umgeschaltet, ja? Herr Maulwurf? Hallo?
Herr Maulwurf? Ja, Entschuldigung, mir ist gerade meine Brille runtergefallen. Okay, super. Sie haben jetzt die Brillen. Ja, ja. Alles klar. Also auf eher. Auf, die hat man ja auf dem Kopf, ne, nicht im Kopf. Okay, Herr Maulwurf, sind Sie um 1946 geboren, ja? Ja, ja, natürlich. Okay, Herr. Und Sie? Und ich bin 29 Jahre alt, Herr Maulwurf. Sie sind Jahrgang 29, da sind Sie ja noch älter als ich. Ich bin noch älter als Sie. Ja, da haben Sie ja, sag ich mal, noch den Kaiser miterlebt, ne? Okay, ja, ja, ja. Wie war der denn so drauf im Prinzip? Weil ich hab den ja, dafür bin ich ja dann doch ein bisschen zu jung, um das mitgekriegt zu haben. Herr Maulwurf. Ja, Maulwurf ist mein Name. Ja, was haben Sie in meinem Alltag gemacht? Was ich in Ihrem Alter gemacht habe, da war ich, sagen wir mal, im Frankreich-Feldzug wahrscheinlich. Im Frankreich? Ja, ja. Und Sie haben auch in Vereinigten Staaten gelebt, ja? Ja, es war ja quasi Kriegsgefangenschaft, ne? Ah, okay, okay. Ich muss gerade mal kurz an die Tür, da hat's geklopft. Bin gleich wieder da. Okay. So, du alter Haudegen, da bin ich wieder. Okay, Herr Maulwurf. Ja. Also, setzen Sie gerade vor dem Rechner? Nee, ich sitze gerade in der Küche, ne? Eine Zigarette gedreht, ja. Sie rauchen Zigarette? Ja, natürlich. Das ist schlecht für die Gesundheit, Herr Maulwurf. Also sind Sie jetzt auch noch Gesundheitsberater, ja? Ja, also für die finanziellichen Probleme natürlich, dass ich bin ein Arzt. Was ist denn ein finanzielles Problem? Findet man das im Duden, das Wort? Also, es kann sein, Herr Maulwurf, dass jemand wenig Geld in diesem Leben hat. Und man kann nicht so auch Brot nicht kaufen, ja? Doch, doch, da muss man zum Bäcker gehen. Ich würde das Brot nur nicht bei Netto ja, kaufen. Ja, ja, wenn man kein Brot hat, muss man bei auf die Bäckerei gehen. Ja, hat das Volk kein Brot zu fressen, soll es eben Kuchen essen, nicht wahr? Ja, ja. Wer hat das gesagt? Ich gebe Ihnen 10 Euro, wenn Sie wissen, wer das gesagt hat. Herr Maulwurf. Wer hat das Zitat gesagt, was ich gerade verwendet habe? Können Sie nochmal das Zitat? Hat das Volk kein Brot zu essen, soll es eben Kuchen fressen. Wer hat das gesagt? Sie können jetzt 10 Euro gewinnen. Sie sind hier bei der Hotline im Prinzip. Ah, ich bin hier nicht, die Zitaten zu finden, Herr Maulwurf. Na doch. Eigentlich. Nein, also ich bin hier, um Ihnen anzuleiten, Herr Maulwurf. Deswegen ich brauche kein Geld, wenn ich Zitate finde. Naja, so wie Sie auf der Leitung stehen, glaube ich nicht, dass Sie in der Lage sind, irgendwen anzuleiten. Aber das ist eher wieder auf einem anderen Blatt, diese Frage, ne? Okay, Sie haben mir noch nicht probiert, Herr Maulwurf. Nee, ich bin auch nicht so kannibalistisch veranlagt, muss ich zugeben. Okay, dürfen wir etwas miteinander machen? Soll ich meinen Job machen? Ja, also ich würde ja im Prinzip aber vorsichtig anfangen, ne? Und halt nur mit Verhütung, ne? Natürlich, dass Sie müssen vorsichtig sein, Herr Maulwurf. Ich bin auch vorsichtig mit meinen Kunden. Das ist deswegen gut, ne? Weil ich mag das zärtlich, nicht so hart, bitte. Ich mag das zu hart. Weiß ich ja nicht. Darum sage ich, man muss ja vorher, sag ich mal, die Präferenzen abklären, wer denn wo drauf, sagen wir mal, abfährt und so, ne? Herr Maulwurf, Sie haben ja gesagt, dass Sie einen PC nutzen, ja? Ja, ja, ich habe einen, ne? Können Sie bitte die PC einschalten? Wir gehen weiter. Ja, der wird aber gerade repariert, der Computer. Jetzt weißt du nicht weiter, ne? Haben Sie ein anderes Gerät mit Internetverbindung, Herr Maulwurf? Ja, eine Mikrowelle. Mikrowelle? Ja. Okay, können Sie die Kabel so reinstecken? In die Mikrowelle? Ja. Und dann? Und dann die Mikrowelle wird eingeschaltet sein. Und dann soll ich mit der Mikrowelle aufs Internet zugreifen, ja? Ja, natürlich. Sie sagen, dass die Mikrowelle Internetverbindung hat, ja? Ja, ja, natürlich. Und der Finanzexperte glaubt sowas natürlich auch noch. Glauben Sie wirklich, dass ich habe das geglaubt, Herr Maulwurf? Ja, so blöde wie ihr da drüben alle seid, hätte mich das jetzt nicht gewundert. Okay, damit wir das schnellstmöglich... Warten Sie kurz, Herr Maulwurf. Damit wir das schnellstmöglich beenden.
Ja? Was Hallo, los? Maulwurf? Ja? Sind Sie gut? Ich bin der Beste sogar. Sind Sie der Beste? Ja. Schon wieder das Lied von Pokémon. Ich will der Allerbeste sein. Nochmal, was bitte? Ich rede hier jetzt. Ich rede hier aus. Sie sollen mich erstmal zuhören. Nee. Teufel also, werde ich tun. Ich will das Lied von Pokémon singen. Ich hoffe, dass Sie gesund bleiben. Gesündlich bleiben? Was für ein Vollidiot. Es ist ja unglaublich.